So, zweites Lagerfeuer. Let's go. Ich höre das so, so sehr an seiner Stimme, dass er wirklich sehr, sehr, sehr betrunken ist. Ich finde das so lustig immer. Ja, bei Nasrin und Elvin ist auf jeden Fall eine Verbindung da. Vivienne. Weitere Bilder. Ja, das war noch nicht alles. Schwirr, spannend, Freunde. Dass wir was hatten während der Beziehung. Jetzt kommt diese Szene. Ich traue mich gar nicht mehr zu gucken. Was geht ab und herzlich willkommen zu Let's Talk About Temptation, Baby. Hier werde ich wie immer alle Folgen kommentieren und analysieren. Würde mich super freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Und ich würde sagen, wir starten mit Folge 5 von Temptation Island. Let's go. So, ich würde sagen, wir fassen wir mal selber kurz zusammen. Ne? Wir hatten, ich glaube, Stopp bei einem Temptation. Ne? Alle mussten dahin irgendwie kommen. Ansonsten, ja, wir sind drin im Format, würde ich sagen. Ne? Mir gefällt's. Ich find's gut. Mo hat schon verkackt vorher. Das kommt jetzt alles irgendwie raus. Und ich bin jetzt gespannt, ob wir diese Folge ein Lagerfeuer bekommen. Weil, wenn ja, dann sieht's hart aus, Alter. Liebe Männer, bei euren Frauen in der anderen Villa ist viel passiert. Und deshalb habe ich weitere Bilder für euch. Wir sehen uns heute Abend beim zweiten Lagerfeuer. Ich freue mich auf euch. Ah, okay, ja, zweite Lagerfeuer. Ich kotze gleich. Liebe Frauen, in der anderen Villa kommen eure Männer den Verführerinnen immer näher. Wiener, das zeige ich euch heute Abend beim zweiten Lagerfeuer. Ich freue mich auf euch. Worst case wäre natürlich, wenn ich jetzt irgendwas sehen würde, wo sofort bestätigt ist, okay, unsere Beziehung hat in dem Sinne keinen Sinn mehr. Eure Beziehung hat in dem Sinne keinen Sinn mehr. Mir geht's jetzt momentan nicht gut, ne? Ich versuche mich gerade einfach nicht triggern zu lassen von diesem, es ist viel passiert. So. Aber klar, bei uns ist auch viel jeden passiert. Tag passiert überall. Schau mal, viel was hier passiert. Hier passiert auch was. Ja, überall ja, passiert was. Überall passiert was auf der Welt. Und das kann man auslegen, wie man will. Sag euch ehrlich, ich bleibe safe da. Was? Du kommst nicht mit zum Lagerfeuer? Nicht zurück ins Villa. Er glaubt, seine Freundin hat abgehört. Ah, ich glaube, ja, dass er das jetzt so merkt, ist halt klar, ne? Natürlich. So, du hast da jetzt eine Perle drin, die ist halt schon mal irgendwie offiziell, was haben die was davor gehabt? Jetzt haut die aber raus, wir hatten was während der Beziehung. So, er pokert jetzt so damit halt irgendwie zu hoffen, dass das irgendwie jetzt doch nicht so an sie rankommt und so. Aber, ja, kannst vergessen. Gebrochen. Wann sind sie das weiß? Was wollen wir wissen? Dass wir was hatten während der Beziehung. Ja, das ist das Ding, ne? Das? Boah, Junge, das ist halt gerade einfach genug. Bist du doof? Ich hab halt nur immer diese Angst, dass sie sagt, nee, ich fühle mich nicht wohl, ich mach mir zu viel Kopf, ich will hier raus, ne? Brudi, aber das ist halt normal, ja. Das ist halt so diese Angst vor diesen Schockmomenten einfach, ja, so, weil dass du kommt, sitzt da ich einfach. Ich weiß ja gar nicht, was passiert. Du weißt überhaupt nicht, ja. Oh ja, Gott. Digga, du bist so ein Denker. Also weißt du das nicht. Ich hasse meinen Kopf. Ja, aber ey, gar kein Mitleid, Bro. Ich hab gar kein Mitleid so. Ich glaube, dass er auch Bedenken hat, ich kenne ihn jetzt nicht so, ne? Aber dass sie halt die Show abbrechen wird. Das ist sein Problem auch. Ich will ihm, wie gesagt, nicht zu nahe treten so. Ne? Aber ich habe das Gefühl so, wenn sie Schluss macht, dann wird er sagen so, ja, ist okay. Aber er hat keinen Bock, dass die Sendung abgebrochen wird für ihn. Glaub ich. So. Zweites Lagerfeuer. Let's go. Liebe Frauen, willkommen zu eurem zweiten Lagerfeuer. Lola sieht richtig gut aus. Bei Temptation Island. Ihre Haare so einfach. Wie geht's euch? Richtig gut. Steht dir, Lola? Nervös, aufgeregt. Ungewissheit.
Bei eurem Date, da habt ihr ja schon so einen kleinen Einblick bekommen, wie sich eure Männer verhalten. Ja. 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 Wie hat sich das angefühlt? Weil die waren so nah, aber doch so fern. Das hat einen echt mitgenommen. Da live dabei. Ah ja, stimmt. Wir hatten ja diese Konfrontation, dass die Mädels gucken konnten, was die Jungs da so machen. Dabei zu sein, das war ein sehr, sehr Kackgefühl. Ja. Laura. Ja. Beim letzten Lagerfeuer hast du keine Bilder von Phil gesehen. Was glaubst du denn? Siehst du heute was von Phil? Ich weiß nicht, ich hoffe es natürlich. Ich will ja auch wissen, was er da macht. Boah, man muss auch sagen, bei Laura und Phil passiert echt wenig so, ne? Echt wenig so. Ich finde, da muss jetzt auch mal was reinkommen. Irgendwas haben die ja wohl. Irgendwelche Beziehungsprobleme, die den anderen abfacken oder so. Irgendwas, Digga. Macht. Aber das kann nicht sein. Wie er sich verhält. Wir sind fünfte Folge, Alter. Und wie es ihm geht. Wir schauen es uns an. Ja, komm. Oft ist es so, dass wenn du deinem Partner nicht vertraust, du mit dir selber nicht im Reinen bist und selber mit dir nicht zufrieden bist, weil dann siehst du... Du meinst, das ist schon von ihrer Seite das aus? Natürlich, so, ja? Das ist leider so. Sie hat ihre Gründe, irgendwas ja, ist sicher. Wohl bei ihr. Aber das bist nicht du. Triggert? Also über Sexleben zu sprechen, als vergebener Mann, finde ich gar nicht gut. Das macht man einfach nicht. Also nur, weil man jetzt nicht... Weil, guck mal, hör mir mal kurz zu. Mal, ja. Oh Gott, scheiße. Der ist voll besoffen. Also nur, weil man jetzt nicht auspeitschen mag, heißt das nicht, dass man nur Blümchensex mag. Versteht ihr, was ich meine? Der ist voll besoffen, ich höre das. Also ich glaube, ich stehe genauso sehr auf Blümchensex, wie ich auf Auspeitschen stehe. Ja. Komm, Laura, stehst du drüber, ey. Komm. Ich glaube aber auch, dass Laura halt so... Warte, mal gucken. Mich schockiert einfach am allermeisten, wie dolle betrunken er da ist. Ich höre das so, so sehr an seiner Stimme, dass er wirklich sehr, sehr, sehr betrunken ist. Ich finde das so lustig immer. Was stört dich denn daran so sehr? Ja. Man sieht es ja, dass Phil da dann schon auch offener redet und offener wird, auch was das Sexleben betrifft, was natürlich was ist, was so in der Art und Weise nicht sein muss einfach. Ist auch ein bisschen peinlich, finde ich, muss ich sagen. So, dass ich liebe das. Ich liebe das, wenn die Mädels so das peinlich finden, wenn ihr Freund so drunk ist. Ich feiere das. Ich liebe das. Ja. Ist das eine Grenze, die ihr euch gesetzt habt, dass ihr nicht so viel trinkt? Es war keine Grenze, wir haben uns keine Grenzen gesetzt. Wir haben aber im Voraus darüber gesprochen, was den Alkohol betrifft. Die Gespräche haben sich dann halt so entwickelt. Und er hat zu mir gesagt, er wird fast nichts trinken. Vielleicht mal mit anstoßen. Genau, Alter. Ich würde nichts trinken, vielleicht mal mit anstoßen. Ist der da voll Rille? So, deswegen, ja. Voll der Meme. Dann nichts trinken, vielleicht mal anstoßen. Ja, ich stehe auf Auspeitschen und auch Blümchensex. Ich finde, wenn man das von Anfang an sagt und es dann trotzdem macht und sich so abschießt, in Anführungsstrichen, das macht mich super traurig. Aber wenigstens haben wir was gesehen von den beiden. Finde ich gut. Und dann da auch mal was so kommt, ist auch gut. Das Ding ist halt einfach, ja, die sind einfach, ich glaube auch einfach wirklich eine normale Beziehung. Haben gedacht, komm, wir gehen jetzt zu Temptation. Komm, wir nehmen das einfach mal mit. Wir wollen das mal zusammen erleben. Aber nicht so den Hintergedanken so, ey, wir wollen jetzt berühmt werden oder so. Das sehe ich bei den beiden gar nicht. Und trotzdem finde ich das irgendwie cool und lustig und gut anzuschauen. Die können da ruhig auch öfter von dem mal was zeigen, finde ich. Also es ist gar kein Vorwurf an die beiden so. Die können ja gar nichts dafür, wie ausgestrahlt wird. Aber ich finde, wir könnten einfach auch mal mehr von den beiden so gezeigt bekommen. Phil. Vermisst du Laura? Ja, sehr, sehr, auf jeden Fall. Aber wir wussten, worauf wir uns einlassen. Wir wussten, dass wir uns auch ein bisschen länger nicht sehen. Wir werden es verkraften irgendwie. Du wirst heute keine Bilder von Laura sehen. Josh. Hey.
Also Nasrin hat auf jeden Fall ihren Spaß. Wir schauen es uns an. Ah, okay. Okay, jetzt kriegt er Bilder. Er ist halt so voll der Nature Boy. Ich bin halt jetzt nicht so, dass ich jetzt mit ihm auf dem Berg fahre mit dem Fahrrad. Okay. Was extrem passen muss, ist halt so der Zukunftsplan, die Ziele. Ja, genau. Weißt du? Das denke ich auch. Also, was ich super fand und dann, was ich auch neu erfahren habe von Elvin, war auch, dass er mal nach Barcelona ziehen möchte. Dass es so ein Traum auf seiner Bucketlist ist, da sind wir uns ziemlich ähnlich, weil ich möchte das auch. Ja, ich glaube, Elvin und ich sind einfach so auf einem Nenner. Ja, bei Nasrin und Elvin ist auf jeden Fall eine Verbindung da. Die hatten mittlerweile jetzt schon 2 Dates. Wir sind sehr vertraut miteinander. Elvin hat sich heute nicht verliebt, Leute. Ich hab auf jeden Fall gar keinen Bock, Alter. Gefühl, dass wir uns nach der Show treffen. Aber ihn triggert's, glaube ich, doch, Alter. Die Frage ist halt eben, auf welche Art und Weise. Was hat sie gesagt, dass er sich in sie verliebt hat? Natürlich fuckt es einen ab, wenn man sowas sieht erstmal. Weil das halt so wirkt, als wäre da eine innige Verbindung oder würde was entstehen. Schauen, wie es weitergeht. Aber er war eigentlich auf dem Punkt. Sie sagte, dass er sich in sie verlieben würde. Und er hat ja auch das Gefühl, so, ja, wir treffen uns danach. Und der Verführer ist da vielleicht schon weiter als sie. Das darf er jetzt nicht vergessen, ne? Warum hast du dann die ganze Zeit die Kopfhörer rausgenommen, sobald die Männer gesprochen haben? Das Gelaber muss ich mir nicht reinziehen. Das triggert. Hat er aber recht. Wenn es ihn triggert, hol raus, lass dich nicht bekloppt machen. Mich halt dann und dann, keine Ahnung, so. Was sagst du denn zu ihren Aussagen? Ja, ich weiß, dass wir in gewissen Punkten vielleicht nicht kompatibel sind. Wie meint er? Das finde ich aber auch nicht zwingend notwendig, weil die Schnittmenge, die man halt zusammen hat, ist so schön, dass das andere schon klar geht. Unsere Liebe ist so stark, dass ich da keine Bedenken habe. Das ist was super, super Besonderes und sie ist mega special. Ich will sie gar nicht mehr hergeben. So. Und ich werde es auch nicht tun. Ja, Digga, da musst du aber auch mal gucken, ne? Dass du da nicht zu krass übertreibst, ne? Da musst du auch selber gucken, Alter. Ich werde es nicht zulassen. Wird nicht passieren. Nasrin, ich bin richtig gespannt, was du zu den Bildern sagst. Ja, ich jetzt auch. Jetzt bist du da. Ja. Smilla, jetzt bist du auf 100%, Alter. Es geht ab bei dir. Triggert. Ich spüre, dass er und ich so ein bisschen so eine Verbindung haben. Puh, alright. Das, was wir gesprochen haben, ist von meiner Seite aus auf jeden Fall real so, dass ich dich sehr, sehr mag. Du bist top. Er kann mir sagen, dass er mit seiner Freundin Kinder haben möchte, dass er sie heiraten möchte und sonst was. Aber dann einer anderen Frau solche Blicke zu schenken, ist für mich zum Beispiel zu much. Das ist nicht ohne. Und ich sag euch ganz ehrlich so, ne? Wenn ich mal so überlege, so. Das, was die Verführerinnen oft erzählen, ich weiß nicht wieso, ne? Aber das hat irgendwie mehr Gewicht, so, als das, was die Verführer dann manchmal von sich geben. Die Verführer, die quatschen da was, aber das kannst du irgendwie nicht so ernst nehmen, aber weil die, wenn die Verführerinnen da was sagen, so, die erzählen das wirklich aus, die gehen da mit einer anderen Attitude so ran. Die erzählen das auch aus ihrer Sicht wirklich so. Oft, ne? So, und wenn die da was erzählen, so, ich weiß nicht so, ich, den Verführerinnen kannst du das irgendwie mehr, das hat mehr Gewicht einfach, weißt, wenn die sagen so, ey, wie man sich hier anguckt und so, bla bla bla, das ist dann so, ja, wie soll ich sagen, das ist halt, das hat mehr Gewicht einfach so, weil ich glaube, die Jungs labern oft so Scheiße, die wollen so, ja, ja, ich könnte die klar machen und so, aber ich glaube, Mädels erzählen das in der Regel nicht einfach so, das heißt, das ist schon doll. Jetzt bin ich aber gespannt, wie sie das auffasst.
Weil guck mal, die Mädels verführen, glaube ich, auch so, die sind auf der Seite der vergebenen Frauen so und sagen so, hey, hier, ich versuche die Mädels so zu mäßig so denen dann zu zeigen, ey, eure Männer sind Fremdgeher. Bei den Jungs ist scheißegal, die wollen nicht so zeigen so, ey, Alter, deine Perle geht fremd, so, die wollen einfach so, weißt du, das haben die gar nicht im Kopf, aber die Mädels, glaube ich schon, ist ein interessanter Punkt. Freunde, schreibt einfach mal gerne in die Kommentare, was denkt ihr dazu? Ich habe keine Ahnung, ihr wisst doch. Ja, es ist nicht schön, das zu sehen. Die Bilder tun weh. Und es ist kein respektvolles Verhalten mir gegenüber. Und ja. Es sind Bilder, die ich nicht erwartet habe. Aber die Grenze ist noch eingehalten worden. Ja, okay. Okay. Ich bin mir bewusst, dass er auch anders handeln hätte können. Also er hätte auch diese Versuchung mehr aus dem Weg gehen können. Und ich weiß auch, dass wenn er so weitermacht, dass einfach die Hemmschwelle zum nächsten Step, ja, die wird immer niedriger. Falls es noch krasser wird, dann... Ich kann es dir nicht sagen. Es ist schwer gerade für mich, da jetzt noch klar zu denken. Ich glaube, bei ihr auch ist gerade so, ne? Bei Nasrin heißt sie, ne? Nasrin ist doch ihr Name, ja. Nasrin, genau. Ich glaube, bei Nasrin ist es auch der Fall so, die hatten einen strukturierten Plan, die wollen halt, ne? Also ich werfe denen das jetzt einfach vor, wegen Make Love, Fake Love. Ist auch nicht schlimm, ne? Ich glaube, die hatten einen strukturierten Plan, damit so umzugehen, aber jetzt sitzt Nasrin da so und denkt so, boah, fuck, Alter, jetzt bin ich hier so, jetzt ist das mal so die Praxis, nicht so die Theorie, in der wir da gesprochen haben, die ganze Zeit über Temptation. Jetzt sitze ich hier wirklich, jetzt muss ich dein Verhalten für Scheiße bauen rechtfertigen. Wir haben gesagt, ja klar, du sollst Scheiße bauen, damit wir Sendezeit kriegen. Jetzt sitze ich aber hier und muss dein scheiß Verhalten rechtfertigen und das fällt dir gerade schwer. Ich glaube, das ist gerade der Punkt bei den beiden. Sag ich euch, also ich vermute nur. Das ist das, was ich so sehe. Ne? Es prasseln Sachen auf sie ein. Sie kommt dann doch nicht so ganz vielleicht mit den Bildern klar. Sie denkt sich auch so, fuck, so wie soll ich das dann irgendwann noch rechtfertigen? Ich will ja auch mein Gesicht nicht verlieren und so. Das ist gerade, glaube ich, ihr Standpunkt und schwer zu vertreten. Sie hofft natürlich auch noch so, ey, mach jetzt bitte nicht noch mehr Scheiße für die Show so. Ich glaube, dass sie ihm schon vertraut, so, aber mach nicht noch mehr Scheiße, weil irgendwann kann ich hier nicht mehr sitzen und dich, wie heißt es? Ich kann dich irgendwann nicht mehr rechtfertigen, so. Dann muss ich mich trennen, einfach sonst verliere ich mein Gesicht. So endet, könnte das enden bei dem. Ist aber auch nur eine Theorie. Ich meine, ich stelle ja immer irgendwelche Verschwörungstheorien auf, ne? Aber es könnte sein. Und ich glaube, dass das schon der Fall ist. Marie, wie sieht's in dir aus? Wie geht's dir? Ich vermisse ihn. Ich würde gerne sein Lächeln sehen, seine Stimme hören. Wir haben sehr viel Spaß in der Villa, aber trotzdem bin ich im Herzen immer bei Tamu. Hajo, Alter. Jetzt kommt gleich der Fuß hoch, weißt du, so der Schritt im Gesicht-Move. Auf den bin ich gespannt, wie sie reagiert. Oh, kenn ich gar nicht von ihm. Ronaldo! Was sagst du? Ja, Tamu ist ordentlich am Party machen. Jo. Aber so soll es auch sein. Er soll ja eine gute Zeit da haben. Das haben wir in der Villa auch. Die Mädels können denken, was sie wollen. Aber ich kenne auch Tamu. Ich kenne, er ist für jeden Spaß zu haben. Er macht alles mit. Ich und Tamu wissen ganz genau, wie krass unsere Bindung ist, wie krass wir uns lieben. Deswegen, no problem. Ja, gut. Ich glaube auch nicht, dass der Tamu da ist. Ich glaube, der hat auch jetzt da so ein bisschen Faxen gemacht und so. Weißt du, wie ich meine? Das weiß ich auf Reels. Das war einfach nur so ein bisschen, komm, ich mache jetzt hier einen Joke mit. So. Das war so auf drüber. Tamu, wie ist es bei dir? Gut. Ich habe viel Spaß in der Villa. Jetzt bin ich aber gespannt. Mit den Jungs, wir machen ordentlich Party, die Mädels sind cool drauf. Also wir können uns nicht beschweren, glaube ich. Ne? Was für Bilder würdest du dir denn heute wünschen? Ich hoffe, dass sie Spaß gehabt hat.
Ja. Wir schauen es uns an. Ja, okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Halt dich mal fest. Marie und ich sind uns in den letzten ein, zwei Tagen schon ein bisschen näher gekommen. Wir verstehen uns echt gut. Roberto ist liebevoll, mit dem kann man Spaß haben. Der ist einfach hier mein Italy-Boy. Den mag ich sehr gerne. Ja. Ja. Es ist schön, neben ihr zu sitzen, den Kontakt zu spüren. Das ist aber, ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist so, sie lässt schon ein bisschen zu, glaube ich. Glaube ich. Sie zu streicheln. Ja, ja, diese... Sie lässt auch zu, heißt, ihr gefällt es auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ich hab sie echt gern. Also ich glaube, er ist auch gerade verwirrt. Und ich werde gucken, wie weit sie noch geht. Cool, Hammer. Ich freue mich richtig, dass sie Spaß hat, auf jeden Fall. Wie empfindest du sie denn auf den Bildern? Glücklich. Und das ist mir sehr, 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 sehr wichtig, gerade hier in der Zeit, wenn wir uns nicht haben. Ich vertraue zu 150%. So und, achso, der Typ. Auch gut. Hat noch gesagt, ja, hier, ich habe sie gestreichelt und sie hat es zugelassen und sowas, ne? So. Ja, du hast auch gerade zugelassen und so. Alles gut, also ich bin, ist kein Problem. Was würdest du ihr jetzt gerne sagen? Dass ich stolz auf sie bin. Und dann würde ich ihr noch ein paar Dinge sagen, die ich bis jetzt hier halt gelernt habe. Krass. Ist schon krass. Also das ist halt, ja, es sieht schon so ein bisschen... Sie ist schon, sah schon flirty aus bei den beiden, Alter. Darf man auch nicht vergessen, so, ne? Sah auch schon ein bisschen flirty aus, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht hat das Temptation auch einfach nur so aussehen lassen. Freunde, schreibt gerne in die Kommentare, wie findet ihr gerade diese Situation? Boah. Welche Verführerin gefällt dir denn am besten? Ich verstehe mich am besten mit der Sandra. Wir harmonieren, wir können über alles reden mittlerweile und ich finde das sehr, sehr wichtig. Und du findest sie gut? Du wirst heute keine eigenen Bilder von Vivian sehen. Okay, das wird ihn komplett triggern. Ich glaube, er ist aber erleichtert. Okay, ich gehe wieder zurück in die Villa. Ja, aber ist gut so, Mann. Ja, oder? Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Vivian kriegt auch noch Bilder. Vivian, Mo versteht sich auf jeden Fall mit einer Verführerin. Immer besser. Okay. Ja. Ich genieße das gerade. Also ich finde, Mo ist auf jeden Fall knackbar. Ja, komm. Stand jetzt. Alleine wegen den Komplimenten auch. Du brauchst dich wirklich nicht schminken. Ich weiß nicht, nee, schmink dich besser. Wenn wir umgehen, dann kommen direkt diese Sommersprossen. Was? Dann denkst du bestimmt so, bleib ich veräppeln? Ja, weißt du, dass du auf so einem Schluss stehst? Also, ich finde das attraktiv. Ja, manchmal. Man sieht, er ist halt null abgeneigt. Oh Gott. Das kommt, wie gesagt, eher von seiner Seite. Ja, mit Sandra ist halt, ne, ich verstehe mich wirklich blind mittlerweile. Es freut mich, dass ich so jemanden habe. Hoffentlich zeigen die dieses Gespräch, Mann. Wo die sagt auch noch so, wo er dann so, das ist schon Antwort genug, so mäßig. Wo, wisst ihr noch diese eine Szene, wo sie so sagt so, ja, hast du ihn verarscht so, hast du ihn betrogen so? Und er so, und das ist ja schon einfach genug. Hoffentlich zeigen die das. Leg dich doch hin. Leg dich doch hin, hat er die so auch noch, oh, weia, Alter. Ja. Also... was ich jetzt halt ein bisschen krass zu sehen fand, war, wie sie da so, ne, sehr nah an ihm dran lag. Ja, das war so das, was mich jetzt so am meisten
trifft, sage ich jetzt mal, ne, an den Bildern. Ja, ich hoffe halt, dass es dabei bleibt, ne, und dass es nicht noch weitergeht. Wer es glaubt. Vivienne. Weitere Bilder. Ja. Das war noch nicht alles. Stark. Stark. Jetzt komm. Ich schwöre, spannend, Freunde. Es ist... Boah, dieser Stuhl. Es ist spannend. Meinst du, das hat man eigentlich gehört, wo wir auf diesem Date waren? Da hab ich dich schon was gefragt, ja? Was hast du gefragt? Ob sie das weiß. Was wollen wir wissen? Dass wir was hatten während der Beziehung. Ich trau mich gar nicht mehr zu gucken. Hatten wir nicht. Hatten wir nicht? Nein. Okay. Jetzt kommt diese Szene. Aber das stimmt nicht, oder? Oder? Boah, Junge, das ist bei gerade Antwort genug. Bist du doof? Er hat sich geäußert mit seinen Augen und mit seiner Wartezeit. Boah. Das ist deutlicher als jede Antwort. Sie kann eigentlich abbrechen, theoretisch. Was will die noch da? Geht's noch? Kein Kommentar. Also es ist schon heftig, was Nastasia da für eine Story rausholt. Wenn es wirklich so der Fall ist, ist es auf jeden Fall krass. Ja, ich kann es nicht sagen. Ich hab halt auch damals nicht irgendwie was über sie gehört und während unserer Beziehung oder irgendeine Vermutung gehabt, dass da irgendwas hätte sein können. Deswegen ist es für mich jetzt halt so komplett neu. Boah, ja, schwer, Alter, so, ne? Schwer. Vielleicht. Das Problem an der Sache ist, man hätte ja sagen können, so, okay, man hätte sagen können, okay, die labert vielleicht einfach nur, hat eine Geschichte erfunden, will triggern, bla bla bla, aber seine eigene Aussage, so nach dem Motto, so, die Sandra fragt ihn, ja, Sandra meint, scheiß sie, ne, ja, stimmt es denn, und er so, ja, das ist ja schon Kommentar genug, so, vernein doch, wenn das nicht stimmt, so, aber er hat so, das würde mich an ihrer Stelle so, hä, wo ich denken würde, Digga, okay, was für Vermutungen hin oder her, ich hatte das damals nicht so im Kopf. Der gibt das ja selber mäßig zu. Aber wenn eine Sache nicht stimmt, dann sagt man doch nein. Ja, ja. Man sagt normalerweise nein. Aber Mo ist halt manchmal von der Redensart und gerade wenn er betrunken ist, auch noch mal anders. Und er hat ja auch vor Nastasia in ihr Gesicht gesagt, dass es nicht stimmt. Also, ich weiß es nicht. Es ist halt einfach eine scheiß Situation für mich jetzt gerade. Ich würde jetzt lügen, wenn es nicht so ist, aber ja. Digga, ich für meinen Teil würde sagen, das Ding ist safe. Laura, was denkst du gerade? Ich wüsste halt einfach nicht, warum sie lügen sollte. Ich finde, das sind halt, ist eine eindeutige Aussage einfach. Und wenn es jetzt wirklich nicht so wäre, dann hätte er auch das einfach verneint. Da ist ja nichts dran. So, also, aber er hat dieses Lächeln drauf gehabt. Weißt du, normalerweise, also wenn du betrunken bist, dann bist du locker, bist du offen, bist du ehrlich. Und dann sagst du, hahaha, nein. Ja. Aber er hatte dieses... Mhm. Ja, ich... Es wäre jetzt unfair, finde ich, jetzt nur ihr zu glauben. Digga, er sagt es doch auch! Boah, sie kommt nicht da raus. Weil letztendlich ist Mo immer noch mein Freund. Oh, sie rafft es nicht. Sie will es gar nicht wahrhaben. Und ich möchte auch seine Seite hören. Du wirst dich auf jeden Fall bald mit ihm austauschen können. Ja. Ja, aber eigentlich kannst du... Okay, vielleicht... Ich bin gespannt, was er daraus machen wird, so, ne? Aber erstmal sieht es ganz, 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 ganz schlecht aus für die Beziehung. Das war ja zweites Lagerfeuer bei Temptation Island. Aber das Ding ist, Freunde, man könnte jetzt hier auch sitzen und sagen so, boah, ist die doof, oh, ist die naiv, bla, bla, bla. Aber im Endeffekt so... Muss auch nicht sein, weil vielleicht sieht das einfach alles nur so aus und
ne, man muss auch immer so sehen, das ist ein Schnitt, das wird alles geschnitten und so. Und es kann auch sein, dass das alles nur so aussieht. Ne? Aber im Endeffekt, sie sieht jetzt schon echt doof und naiv und als die Blöde, die sich jetzt verarschen lässt und das nicht glaubt, aus. Ach ja, RTL, ich glaube, der Temptation Island Channel hat mittlerweile 110.000 Abonnenten schon erreicht. Ich habe immer noch kein Award. Wo bleibt der? Ich habe immer noch nichts gekriegt. Mich enttäuscht das wirklich super doll. Hätte ich gewusst, dass er sich so abschießt, wäre ich hier nie reingegangen. Es ist peinlich. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man seine eigenen Prinzipien so über Bord wirft. So. Und allein das ist für mich schon ein absoluter... So. Wegen Saufen, so, weißt du? Vertrauensproblem. Oh, Laura. Guck mal, Laura, du musst das ja auch mal so sehen. Stell dir mal vor, der ist da drinnen und sagt, hey, ich trink nichts. Die anderen Jungs bechern sich einen rein so und er trinkt nichts, sitzt nur in der Ecke. Dann ist der Peinliche. Ich schwöre, nimm das gar nicht so ernst. Der wäre der Peinliche, wenn der ganz so in der Ecke sitzt, gar nicht trinkt so. Komm, der hat mitgetrunken, der wollte jetzt auch nicht so, keine Ahnung, der miese Spießer sein so. Ey, mach nicht so, ich schwöre, der meint das doch gar nicht böse. Aber sonst wäre viel peinlicher. So ist der cool. Ich bin lustig. Aber sonst so, wenn er, ich finde das witzig. So, ich weiß, du nicht, aber wir schon alle, die das gucken. Wenn der da aber sitzt so und dann so, nee, ich trinke keinen Alkohol so, dann ist das so voll, das, dann ist peinlich so. Dann ist der voll der Otto. Also ich meine, nichts gegen, so weiß ich, aber dann kommt dann halt so, ey, komm. Der zieht doch nur mit. Und es tut halt auch einfach total weh. Nein. Ich weiß, dass teilweise die Bilder an, die Mädels teilweise schlimmere Bilder bekommen haben, aber... Alle schlimmere Bilder. Du hast voll die entspannten Bilder. Jeder hat ja auch seine anderen eigenen Prinzipien. Klar. Wer weiß auch, dass ich jetzt nicht jemand wäre, der das jetzt hier bis zum Schluss durchsieht, weil ich weiß, was... Ich weiß einfach, was auf dem Spiel steht. Ja, 100%. Weil Laura ist so eine Freundin, so wenn du Phil als Kumpel hast, so, dann bist du so, die Kumpels betteln so bei Laura. Ey, bitte, darf der Phil heute mit uns saufen kommen? Bitte, Laura, bitte. So, ich schwöre, so ist das, glaube ich, so. Die Jungs, die betteln, bitte, Laura, komm. Und der Phil so, ja, Jungs, fragt meine Freundin, Frau so. Mäßig. Mimi, die kam an, die hat sofort geweint. Bitte nicht weinen. Ehrlich nicht. Ich fall dich gleich echt mit, ey. Also erstmal so, ich habe halt Mo gesehen, dass er halt mit jemandem ziemlich, also, dass sie sich halt besser verstehen und so weiter. Jetzt kommen wir zu Nastasia. Ja, sie hat jetzt halt rausgehauen, was halt damals wohl passiert ist. Also sie hat halt gesagt, dass sie was hatten während der Beziehung und hat ihn halt auch dann darauf angesprochen. Ja. Und er hat es halt einmal verneint und bei der anderen hat er halt gesagt... Hat er halt nichts gesagt. Hat er halt so gesagt, ja, kein Kommentar. Ich habe von dem ersten Fall gehört, als es hieß, im Club ist er fremdgegangen. Jetzt kommt die zweite Situation. Da stelle ich mir die Frage, Vivian, mach deine Augen auf. Ich glaube, da ist schon was Wahres dran. So, bevor ich nicht aus seinem Mund gehört habe, es stimmt, das ist halt, ja, auch noch mal eine andere Sache, so. Vivian. Ja, aber das ist doch der Punkt, Alter. Ne, sie glaubt es erst, wenn er das sagt, aber wenn er hingeht und sagt, nein, stimmt nicht, alles gelogen, glaubt sie das oder was? Macht tatsächlich einfach die Augen zu und ist schon etwas naiv. Ja. Alter. Konnte man sich schon angucken, ne? Krass, du kannst das echt gut, ne? Ja, deswegen, Digga. Jetzt, wo ich meinen Freund gesehen habe, werde ich auf jeden Fall noch mehr Party machen. Ja, also ich merke auf jeden Fall, dass Nasrin versucht, nach außen hin hart zu wirken. Dementsprechend reagiert sie gerade so, okay, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Der Klassiker, jetzt wird hochgeschaukelt. Da gibt es drei Namen. Da verbindet sich Optik, aber auch so Personality. Mit welchen Menschen ich denke, dass ich so am meisten viben würde. Das ist einmal Emo, Elvin und Maurice. Hä, was soll das jetzt? Ich habe letzte Nacht nicht so gut geschlafen, weil mich die Bilder vom Lagerfeuer gestern sehr schockiert haben. Also am meisten schockiert hat mich, dass
Phil so betrunken war. Ja, und das hat mich einfach enttäuscht. Die ganzen Verführerinnen-Ladies, die natürlich nur ein einziges Ziel haben, die wollen einfach nur die Männer verführen, die wollen auf die drauf. Ich bin da wirklich maßlos enttäuscht. Also ich kann auch gar nicht in Worte fassen, wie enttäuscht ich davon bin, dass er sich da so die Kante gibt scheinbar. Prinzipienbrechender Mann ist das Schlimmste, was du als Frau eigentlich kriegen kannst. Laura, lass dich jetzt nicht belabern, Mann. Ja, jetzt habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, dass ich ihm da halt nicht vertrauen kann, wenn er sowas sagt und es dann halt aber anders macht. Und das ist halt einfach das Ding. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das überhaupt noch mit angucken will oder lieber sage, ey, das war ein Fehler, hier mitzumachen scheinbar, weißt du? Alles gut? Komm her. Komm her sogar. Oh Mann, Alter. Ja, dass sie einbricht, das ist quasi... Das war klar, Digga. Aber ich sage euch, das ist eine geile Staffel Temptation Island. Ich muss ganz ehrlich sagen, super, super Staffel. Total echt, total geil. Ich finde das voll cool. Wirklich voll geil. Guckt euch auch übrigens Kampf der Reality Stars an. Auch eine geile Staffel. Ich bin übrigens auch dabei. Da seht ihr mich auch nochmal auf der Bildfläche. Kampf der Reality Stars jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL 2. Oder natürlich auf RTL Plus einschalten. Ich habe Josh, so wie er jetzt hier feiert, noch nie erlebt. Diese kleinen Momente dann immer so, wo die dann so zu zweit irgendwie sind oder sich im Arm haben. Es war auf jeden Fall so eine kurz so eine intimere Situation und das ist halt das, was mich nervt, weil das will ich nicht. Das ist das, was mich, wo ich mir dann denke, so Alter, geh doch weg. Wie gesagt, bei Nasrin und Josh oder Josh ist es so, dass die halt, wie gesagt, auf diesen Show-Aspekt machen, gedießt und das und so. Aber das hält sie auch nicht aus, die ganze Zeit ihn da so zu sehen und so. Deswegen bricht sie, glaube ich, auch gerade ein. So. Was ich aber in Ordnung und völlig okay finde und ey, wer kann schon gut damit umgehen, wenn der Partner da so eine Faxen macht und so. James ist da. Die Temptation Queen hält die Karte fest. Heute dürft ihr euch kreativ richtig austoben. Packt deshalb eure Badesachen ein und denkt an ein festes Schuhwerk und schnappt euch folgende Single-Männer. Elvin, Maurice, oh, shit. Benny und Daniel. Viel Spaß. Also tatsächlich habe ich gerade nicht so Lust aufs Date. Ich weiß halt echt nicht, ob das für mich so gut wäre, hier weiterzumachen. Weißt du was, für dich, warte auf nächstes Lagerfeuer. Ich weiß aber echt nicht, ob ich das kann, wirklich nicht. Nein, mein Schatz. Ich kann das einfach nicht. Ich will einfach nur nach Hause. Temptation kann auch echt zum Albtraum werden. Ne? Ich meine, wie gesagt, Freunde, das finde ich gerade auch geil an dieser Staffel, dass es da halt auch so, ne, dass sie nicht so geil auf Temptation Island sind einfach alle irgendwie gefühlt so. Die sind nicht geil auf dieses, hey, Temptation so, sondern die machen das zwar mit, die gehen das Experiment ein, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, deswegen feiere ich das. Die Tänze sind intensiv. Freunde, das war's wieder mal von Let's Talk About Temptation, Baby. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Ich hab euch ganz so lieb. Küsst euer Herz. Und wie gesagt, vergesst nicht an Kampf der Reality Stars. Schaltet da auch ein. Mua, Dankeschön.